Entering Unruly Evil. Okay. Da geht's nicht rein. Schon wieder für mich zum Abknallen. Das ist geil. Aber auch genügend Munition, das passt. So, jetzt natürlich die Frage. Gibt es hier irgendwas zum Holen noch? Habe ich... Na, ich glaube nicht. Das Blöde ist natürlich, beziehungsweise blöd ist es jetzt nicht wirklich. Die vierte Episode, die kenne ich nicht ganz so gut. Was heißt, die meisten Level, kenne ich nicht mal vom Aufbau her. An das Level kann ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, also. So wird das natürlich aber auch einen ganzen Zacken interessanter machen, denke ich mal. Wenn man die Levels ja kennt, dann dann weiß man in etwa meistens, wie man sich die ganzen Dinger, die ganzen Power-Ups und so, das ganze Zeug, was da halt rumliegt, optimal zunutze macht. Was das Spiel natürlich schon ganz eine ganze Ecke leichter macht. Jetzt mal gucken, das hier wird mir auf jeden Fall wehtun. Da hinten ist Unverwundbarkeit, also rennen. Oh, und das ist natürlich nice. So, jetzt was mache ich damit? Jetzt muss ich ja irgendwas damit tun, was Sinn macht, oder? Hier, das hier sieht aus, wie als hätte ich hier sonst viel zu viele Schmerzen beim Durchgehen. Also nehme ich den Weg mal, während ich die Unverwundbarkeit habe. Okay, aber ich glaube mal, so viel benutzt hat es mir jetzt auch nicht. Die hätten mich jetzt überrascht. Da kamen die mich nicht getroffen. Sehr schön. Das hier sieht einfach so verdächtig aus nach irgendwas, was aufgeht. Das nervt mich irgendwie dadurch, dass... dadurch, dass es so aussieht, aber nicht aufgeht, nervt mich das Ding irgendwie ein bisschen. Okay, hier haben wir Schrotflintentypen. Aber die sind tot. Nachschub an Gegnern, okay. Die Waffe ist voll, die wird benutzt. Der da hinten, der hat mich nicht bemerkt, kann das? Oh ne, der steckt fest. Das ist ja blöd. Für ihn. Ach so, da wurden zwei Gegner ineinander gesetzt, wahrscheinlich versehentlich. Hier auch, also dann wurde es wahrscheinlich nicht versehentlich gemacht und es wurde erwartet, dass sie schaffen zu fliegen, aber wollen sie anscheinend ja nicht. Okay.
Okay, wunderbar. Da ist schon das Exit. Das Level ging mir jetzt irgendwie ziemlich schnell. Das kam mir jetzt sehr schnell vor. Es ging mir echt zu schnell schon fast. Aber es sind anscheinend auch nicht so viele Gegner hier drin. Also wäre ein gutes Level. Secrets halt leider keine. Gut, man sieht sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.